In der folgenden Videoreihe wollen wir einen Batterietester entwickeln. Ein Batterietester ist ein Gerät, was die meisten sicherlich kennen. Ich habe eine kleine Plastikkiste, da stecke ich eine Batterie rein, von der ich wissen will, ob sie voll oder leer oder halbvoll ist. Und das Ding zeigt mir das in irgendeiner geeigneten Art und Weise an. Oftmals gelöst mit LED. Das heißt, eine rote LED für leer und eine gelbe für mittel und dann eine grüne halt für voll. Sowas in der Richtung wollen wir hier entwickeln. Und wie auch sonst ist das Ganze ein bisschen angepasst an meinen schulischen Unterricht. Das heißt, wenn jetzt jemand da drauf guckt, der nicht gerade bei mir Unterricht hat, der wird sich an einigen Stellen sicherlich fragen, was der Quatsch soll. Daher vorab zur Erklärung, ich passe das meinem Unterricht an. Das heißt, Inhalte, die in meinem Unterricht gemacht werden, wenden wir hier an. Das führt schon mal dazu, dass die Lösungen, die wir jetzt auf diesem Kanal hier besprechen, sicherlich nicht die effizientesten und effektivsten sind. Aber sie beinhalten dann immer mal wieder spezielle Bauteile oder Baugruppen, die in der optimierten Schaltung eigentlich nicht so auftauchen müssten. Daher wirkt das vielleicht für Außenstehende manchmal etwas befremdlich. Was ich an der Stelle allerdings vorab schon vorgeben möchte, auch wenn ich sage entwickeln heißt ja eigentlich immer, man startet bei Null. Das wäre an der Stelle ein bisschen übertrieben, das machen wir nicht, sondern ich gebe schon mal eine Schaltungsstruktur vor. Also, oder mit Fachbegriff eine Schaltungstopologie vor. Und die sehen wir hier in der Mitte. Das Tool, was ich hier benutze, ist wieder Multisim. Das tue ich ja häufiger, wenn ich irgendwas mit E-Technik mache. Und ja, da simulieren wir dann auch im Laufe der Zeit alles mal durch. Die Schaltung, die ich hier vorgebe, wirkt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen überfordernd und ein bisschen wirr. Deswegen gehen wir da jetzt mal durch. Wie auch nahezu jede andere komplexe Schaltung lässt sich auch diese hier zerteilen in gewisse Funktionsblöcke. Das heißt, wir haben immer so ein paar Bauteile, die erfüllen eine spezielle Funktion. Und die kann man dann immer so quasi getrennt vom Rest betrachten. Das kann man hier auch tun, mehr oder weniger gut. Und deswegen sind hier überall diese schwarzen Kisten drumherum. Das heißt, jede dieser Boxen hier entspricht einer Funktionsgruppe, die einen Zweck erfüllt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal von vorne nach hinten durch. Und zwar starten wir erstmal mit der Testbatterie selber. Das heißt, in der Simulation und der Entwicklung muss ich natürlich die Testbatterie irgendwie berücksichtigen. Was wir hier sehen, sind zwei Spannungsquellen. Und das Ganze soll so gedacht sein, dass wir nicht nur 1,5 Volt Batterien messen können oder testen können. Das sind diese typischen, die man in Fernbedienungen und sonst was hat. Also diese AA oder AAA Zellen, sondern auch vielleicht 9 Volt Blöcke. Die kommen ja auch schon mal vor. Ich persönlich habe sie zum Beispiel in meinen Instrumenten drin als Spannungsversorgung. Ich glaube, in Multimetern sind sie häufiger mal drin. Also ist vielleicht nicht ganz unsinnig, auch 9 Volt Blöcke messen zu können. Was wir hier sehen, ist eine Spannungsquelle angeschlossen. Das soll jetzt der Fall sein, ich teste eine 1,5 Volt Batterie. Und hier neben liegt noch so eine 9-Volt-Quelle, das soll eben ein 9-Volt-Block sein, der ist jetzt nicht angeschlossen. Im Endeffekt werden wir quasi zwei verschiedene Anschlüsse haben, wo wir dann wahlweise die entsprechenden Batterien anschließen können. Jetzt steht hier über dem Block drüber Testbatterie unter Last. Wir haben hier auch sogenannte Widerstände drin, sogenannte Widerstände, als würde man Widerstände nicht kennen. Aber ja, wir haben hier auch Widerstände drin, die erfüllen einen gewissen Zweck. Welchen Zweck die erfüllen, ist an der Stelle noch nicht ganz klar, dafür wird es ein entsprechendes Video geben, was das klärt. Ich springe jetzt durch die Schaltung, auch wenn jetzt eigentlich dieser Verstärker kommen würde, ist überhaupt nicht klar wofür, deswegen lassen wir ihn erstmal beiseite. Gehen wir mal hier zur Sektion Nummer 3. Eigentlich ist 3a und 3b ja ein Funktionsblock, aber halt ein großer, den kann man dann unterteilen. Und zwar ist das hier die eigentliche Anzeige. Das Ganze ist hier so gestrickt, dass uns der Ladezustand der Batterie über eine LED-Kette angezeigt wird. Eine LED-Kette ist ein bisschen was anderes als so, ich sag mal, Status-LEDs. Die LED-Kette läuft hoch. Das heißt, wir haben hier zwar auch, das hier soll eine rote LED sein, eine gelbe und eine grüne. Also wir haben ja auch rot, gelb, grün. Aber anders als es bei einem realen Batterietester wäre, zeigt das Ding uns nicht eine gelbe LED an, wenn das Ding halb geladen ist, also die Testbatterie halb geladen ist, sondern er würde uns rot und gelb anzeigen. Und wenn die Batterie voll ist, würde er uns rot, gelb und grün anzeigen. Das heißt, das ist quasi so eine LED-Kette, die hier hochläuft. Also vereinfacht gesagt, sobald die grüne leuchtet, müssen auch die zwei darunter leuchten. Das ist so gedacht. Das heißt, in einem
Ja, wenn die Batterie, die Testbatterie sehr leer ist, dann leuchtet nur die, oder ziemlich leer ist, dann leuchtet nur die rote. Wenn sie ein bisschen voller ist oder halb geladen, leuchtet rot und gelb. Und wenn sie ganz voll ist, leuchten alle drei. Soweit, so gut. Das ist der 3A-Teil. Also das heißt die Anzeige, und wer LEDs kennt, weiß, da müssen irgendwie Vorwiderstände dran, und wie die dimensioniert werden müssen, werden wir uns dann auch in dem Video angucken. Dann gibt es hier die sogenannte Einstellung der Schaltschwellen. Das ist wie folgt zu verstehen. Der Ladezustand einer Batterie äußert sich in deren Ausgangsspannung. Das heißt, auch wenn da drauf steht, ich habe eine 1,5 Volt Batterie, wenn die nur halb voll ist, dann liefert die keine 1,5 Volt mehr. Was ein bisschen schade ist, oder nein, es ist eigentlich sehr gut technisch, dass das so ist, aber zum Rechnen ist es jetzt schade. Es ist nicht so, dass die Batterie halbe Spannung liefert, wenn sie nur noch halb voll ist. Das wäre bei einem Kondensator so, bei Batterien ist das nicht so, das verläuft so ein bisschen nicht linear. Das heißt, wir haben bestimmte, und das müssen wir vorgeben, das werde ich dann an geeigneter Stelle auch tun, wir haben bestimmte Batteriespannungen, die einem Ladezustand entsprechen. Man könnte jetzt, wirf einfach mal was in den Raum, man könnte jetzt sowas sagen wie, wenn eine 1,5, eigentlich nominell 1,5 Volt Batterie, nur eine Spannung von 0,9 Volt liefert, dann ist sie wohl ziemlich leer, dann soll bitte die rote LED leuchten. Wenn sie eine Spannung von, 1,2 Volt oder 1,1 Volt liefert, dann ist sie vielleicht so mittelvoll, dann soll bitte die gelbe mit angehen. Und wenn sie über 1,3 liefert, dann soll die grüne auch noch angehen. Das heißt, diese Schaltschwellen hier bestimmen, wann die LEDs angehen, bei welcher Spannung die LEDs angehen sollen. Und die Spannung wird eben geliefert von der Testbatterie. So funktioniert das Ganze. Jetzt der Schritt zurück, Verstärker zur Anpassung. Genau das passt er nämlich jetzt an. Der Verstärker ist jetzt dafür zuständig, dass diese Schaltschwellen hier zu den Batteriespannungen hier passen. Und das wird sich herausstellen, dass es sinnvoll ist, hier noch ein bisschen zwischen zu verstärken. Das wäre übrigens eine Funktionsgruppe, die man jetzt in einem echten Batterietester nicht finden würde, einfach weil es im Grunde genommen unnötiger Aufwand ist. Man könnte das auch mit ein bisschen rustikaler bauen. Wir machen das hier aber schon deshalb, also erstmal aus Übungsgründen, wie gesagt, hat mit dem Unterricht zu tun, da kommen Verstärker vor, also bauen wir hier einen Verstärker ein, warum denn nicht? Außerdem ist der Operationsverstärker, die es kennen, ne, das hier ist ein Operationsverstärker, das wird ein Vierfach-OP sein, das heißt, in einem Gehäuse sind vier Operationsverstärker, für die LEDs gehen drei drauf, also haben wir noch einen übrig, naja, wenn wir eh einen übrig haben, können wir hier einen Verstärker einbauen, warum denn nicht? Gut. Das wird eben dieser Verstärker, und der braucht einen gewissen Verstärkungsfaktor, den wir dann hier über die Widerstände einstellen können, und dazu gibt es dann auch wieder ein Video. Zu guter Letzt gibt es hier zwei ominöse Transistoren, ein NPN, das ist er hier, und ein PNP, das ist der. Und ich denke, das ist so das, was man ja erstmal jetzt am verwirrendsten findet, was soll das da oben. Und zwar ist das eine automatische Abschaltung. Es ist so, dass das hier ein Batterietester ist, der sich nicht selbst versorgt. Das gibt es häufig. Also man hat keine separate Batterie als Spannungsversorgung im Gerät, sondern das Teil versorgt sich selbst über die Testbatterie. Ist eigentlich die schlauere Variante. Ich habe hier eine Variante gewählt, wo es eine separate Betriebsspannung gibt. Das ist diese hier. Und die wird 9 Volt betragen. Und da die 9 Volt betragen wird, haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt ein 9 Volt Netzteil an, haben wir vielleicht schon mal gebaut oder haben es in der Schublade liegen. Oder man geht hinterher hin und schließt seinerseits da einen 9-Volt-Block an und hat das Teil dann, das ganze Ding dann portabel. Und wenn man hier aber einen 9-Volt-Block eine Batterie anschließt, und eigentlich auch beim Netzteil wäre es Quatsch, dann ist es sinnvoll, eine sogenannte automatische Abschaltung zu haben. Wenn man das nicht macht, also wenn man diese Baugruppe hier oben nicht verwenden würde, dann würde das heißen, sobald ich hier eine Betriebsspannung habe, ist das dieser ganze Teil der Schaltung dauerhaft unter Spannung, das heißt, hier fließen immer Ströme. Und wenn ich das Teil dann mal in die Schublade feuer für 3 Wochen, dann ist garantiert die Betriebsspannungsbatterie leer. Man könnte sich das Leben jetzt ganz leicht machen und einfach einen Einschalter da dran bauen. Das heißt, man muss das Ding immer ausmachen, bevor man es in die Schublade legt. Aber das geht auch automatisch, und dafür ist eben hier diese Baugruppe 4 zuständig. Und auch dazu wird es dann wahrscheinlich an der Stelle mehr als ein Video geben, weil das ist schon vielleicht ein bisschen komplizierter. Wir werden sehen. Ja, und wenn wir das Ganze dann gemacht haben, dann haben wir hier eine Schaltung, die hoffentlich funktioniert. Hoffentlich funktioniert, mache ich jetzt mal ein Beispiel der Simulation. Hier sind ja keine Werte. Also im Prinzip ist das Ding hier durchdesignt, und damit ich hier nichts verrate, stehen hier jetzt überall keine Widerstandswerte dran. Aber wir können ja mal starten mit dieser Batterie hier.
Das ist eine Spannungsquelle, die hat jetzt auch hier tatsächlich den Wert 1,5 Volt. Da sehen wir es. Wenn also diese Batterie 1,5 Volt liefert, dann wäre es doch ganz sinnvoll, dass der Batterietester sagt, sie ist voll. Und wenn wir das hier mal simulieren, dann sehen wir, dass hier auch alle LEDs leuchten. Das soll der Zustand sein am Ende für volle Testbatterie. Jetzt können wir mal hingehen und diese Spannung hier verringern. Ich gehe jetzt mal einfach wahllos. Ich habe ehrlich gesagt die genauen Werte gerade nicht mehr im Kopf, wann das Teil schaltet. Wir gehen mal auf 0,6 Volt. 0,6 Volt ist so leer, ich weiß gar nicht, ob man das in der Realität überhaupt praktiziert kriegt oder ob die Batterien sich dann irgendwie auflösen oder so, keine Ahnung. 0,6 Volt ist so leer, dass vielleicht dann nicht mal die rote LED angeht. Also den Fall gibt es auch noch. So richtig leer heißt, die rote geht nicht mal an. Und wenn wir das machen, sehen wir ja, es leuchtet nichts. So, und jetzt können wir mal in so einen mittleren Bereich gehen. Ich gehe mal auf 1 Volt. Dann stellen wir fest, die rote leuchtet. Und wenn wir noch ein bisschen höher gehen, ich gehe jetzt mal auf 1,2 oder so. Hoffentlich leuchtet die gelbe auch. Jo, dann geht die gelbe mit an. Und wenn ich dann eben noch was höher gehe, hatten wir gerade, ich gehe jetzt mal auf, also eben war es 1,5, jetzt nehmen wir mal 1,4, wäre auch sowas wie voll. Dann geht die grüne mit an. Also dieses Verhalten ist das, was der Batterietester am Ende an den Tag legen soll. Und ja, das gilt es jetzt eben zu entwickeln. In den nächsten Videos gucken wir uns dann eben die einzelnen Baugruppen an und am Ende, wie die entsprechend korrespondieren und wie man das dann alles zusammen in einen Topf wirft.